Und weiter geht's. Ich will eigentlich eh nur zum Konverter mal rüberschauen, was da drüben abgeht. Obwohl auf der linken Seite auch sicher ein Fight auf mich wartet. Ein bisschen kämpfen, ein paar Berserker-Missionen noch erledigen. Und dann ist die Spiel-Session vorbei. Irgendeine Fähigkeit habe ich auch bekommen, oder nicht Fähigkeit. Ein Mod, ein extra Mod. Mal schauen, oh, so viel Inventar. Muss da mal aufräumen. Bücher geben mehr Erfahrung, schlechteres. Okay, das machen wir, wenn wir Bücher zum Lesen bekommen. Dann wird gewechselt. Bücher und Schlösser. Muss ich mir merken. Ich glaube, ich kann das eh mittendrin austauschen. Jetzt guck dir dieses Loch an. Wenn ich Zeit und Lust hätte, würde ich den Putzlappen kreisen lassen. Leg los, ich guck gern zu. Ach, auf den zweiten Blick ist es doch ganz gemütlich hier. Das wäre gestorben. Berserker. Ah ja, das. Man wahrscheinlich die Berserker, von denen erzählt hat. Das ist noch eine Ratte. Alles, um den Mann zum Lachen zu bringen. Um meine Rattenwut zu bändigen. Gott, Red. Was war das? Da hat das mit Speer gelesen. Symbol von Kalan, okay. Nicht Speer von Kalan. Aber nur Ratten hier. Kein wahrer Fight. Ölfässer gibt es ja also. Könnte sein, dass noch irgendwas hier wartet auf mich. Dass ich dann zum Explodieren bringen kann. Jetzt mal im Hinterkopf behalten, dass ich Explodierschaden machen kann. Oh, so viel Schrott. Ja, wieder Ratten. Goddammit, Red. Wo sind die Ratten? Ah, oh, das tut gut. Ohohohoho. Gute Loot, keine Gegner. Meine Ratten. Ratten sind die Gegner. Mit Checks Around wird auf jeden Fall keine Best kommen können. Dieses Haus. Ist da auch nichts Interessantes drinnen? Ratten, natürlich. Nur Ratten. Chili con carne Rezept. Ganz wichtig. Mein Chili con carne Rezept ist Putenbrust faschiertes. Ja, Putenbrust faschiertes. Das, dann macht es schon, dass es kein Chili con carne mehr ist. Putenbrust faschiertes, haufenweise Gemüse. Kohlrabi. Karotten. Zucchini, Melanzani. Mais, Zwiebel, Ingwer, Chili und 500 Gramm meistens Putenbrust. Das lasse ich dann 1 bis 2 Stunden kochen und dann beim zweiten Mal aufkochen schmeckt es mal noch besser. Aber ich teile mir die 500 Gramm meistens dann über 2 Mahlzeiten auf, weil ich auch haufenweise Gemüse rein dazu haue. Oder so wie ich es gestern und heute gemacht habe. Gestern die erste Portion, heute die zweite. Ah, eine Hand. Habe ich da Bücher gesehen? Soll ich mir meinen Bücherwurm schon reinhauen? Ruhig hier! Wo sind die Feinde? Keine Feinde. Das Haus wurde schön eingerichtet. Das hat nicht so schön ausgeschaut. Im letzten Elex. Das ist eigentlich hier komisch, dass hier keiner lebt. Warte. Oh, die Zerstörung wird ganz hoch sein. Okay, da drüben ist der Konverter.
Da drüben ist was zum Teleportieren, auch wichtig. Schon mal gut, wenn wir dann Richtung Tavar müssen. Na, Tavar nicht, Edan. Edan in diese Richtung. So, wie komme ich da am besten rüber? Da drüben war mal eine Brücke, ist nicht mehr da. Hopfen schaut nicht nach dem besten Weg. Oh. Hier irgendwo habe ich mal ein paar Lockenwickler verlegt. Also, wenn du sie sehen solltest. Ich soll Lockenwickler sehen. Ich sehe Mutanten. Das ist interessanter. Da haben wir mehr Schuss. Nee, ich ja. Bam. Damn. Das ist nicht mein Kampf, Gott. Oh, der lebt ja noch. Was hat er mich erwischt? Da geht schon langsam das Rattenfleisch aus. Und der Käse. Brauche ich was anderes drin? Was haben wir auch noch viel? Energy Drink. Na, Gott sei Dank. Da wird er dann gleich abgehen. Da haben wir einen Schleimdragon, oder? Habe ich das richtig gesehen? Das ist ein Raptor. Junge nur. Der ist ja gleich weg. Oh, meine Dartfähigkeit sieht halt nicht so gut. Oh, da nehmen wir gleich was daraus. Bluten, Brot. Ach, Kartoffelpfanne, das wird reichen. Locker reicht's. Ob es hier noch überhaupt was Interessantes gibt. Bin richtig froh, dass dieses Monstrum abgeschaltet ist. Jetzt geht von dem Teil keine Gefahr mehr aus. Ein riesiger Donnerbar. Fleischgrille. Das wird ein fetter Kampf. Oh, gute Arbeit. Und die Munition, der verbrauchen. Der knockt sehr gut down. Ich habe so viel Armbrustmoni, aber die landet zu langsam nach. Einzige Scheiß dann. Oh! Okay. Gehen wir in den Nahkampf. Uff. Oh, genau das habe ich Angst gehabt, dass das passieren wird. Sehr gut, sehr gut. Was sagen? Jetzt geht von dem Teil keine Gefahr mehr aus. Ein riesiger Donnerbalken. Mehr ist das nicht. Kommt man da gar nicht mehr rein? Gibt es da gar keinen Eingang mehr? Mehr Fleischgrillen. Naja, der Kampf gegen die ist ja nicht gerade so gut verlaufen. Okay, ich schätze, der Eingang geht nicht. Gibt's nicht noch. Was ist das? Boisal. Macht auch viel Schaden. Uff. Da habe ich meine Kämpfe.
Er ist down. Mist. Okay. Das Scheusal war nicht der richtige Kampf für mich. Was haben wir von meinen schweren Sachen? Habe ich denke, oh, Muni drin? Nein. Schrotflinten-Muni. Auch nicht. Hm. Dann bin ich vielleicht doch zu schwach noch für diese Fettfight hier. Brrr. Loot. Das ist gut. Die brauche ich. Oh boy. Okay, nein. Oh, das war's mit meiner Erkundungstour. Jetzt schauen wir, was für Quests noch da sind. Ah. Was ist das? So viele Missionen. Let's have Maria. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Entweder du gibst mir jetzt meine Splitter oder ich brech dir ein bisschen deinen Kiefer. Kannst ja versuchen, es dir zu holen. Du hast es nicht anders gewollt. Mach dich auf eine Welt der Schmerzen gefasst. Oh ja. Ich hoffe, bezahlst du jetzt. Ich hab das dumpfe Gefühl. Weißt du was? Ich glaub, du hast. Warte mal. Tilas hat nach dir gefragt. Besser, du meldest dich bald bei ihm. Sonst noch was? Nein, das ist alles. Also, Abmarsch. Das habe ich den Banditen abgenommen. Du? Wie zum Henker hast du das angestellt? Anstatt Fragen zu stellen, solltest du mich auszahlen. Vergiss nicht, wer vor dir steht. Hier, nimm das. Eigentlich heiße ich solche Alleingänge nicht gut, aber ich erinnere mich nicht, dich davor gewarnt zu haben. Also hast du dir die volle Summe verdient. Aber warte mal, ich sehe da eine Gelegenheit. Was liegt an? Dass du mit ein paar Banditen fertig wirst, hast du gezeigt. Aber angenommen, es wird eine Nummer größer. Packst du das auch? Solange es keine Torwache ist. Riesenwüchsige Banditen, kein Problem. Witzbold, ich rede von einem Unhold. Oh. Dieses Ungetüm hat drei unserer besten Krieger auf dem Gewissen. Dabei war ich mir sicher, sie schaffen uns das Problem vom Hals. Ich brauche also jemanden, der sowohl Muskeln als auch Verstand besitzt, um diese Aufgabe zu erledigen. Wegen des Unholds. Ich kümmere mich um ihn. Das wird kein Spaziergang. Wenn du es auf die leichte Schulter nimmst, hast du besser dein Testament gemacht. Aber was rede ich? Du weißt sicher, worauf es ankommt. Geh und erledige das Vieh. Wo treibt er sich herum? Versuch es nordwestlich der Setzlingsfelder. Wie gesagt, das Vieh kommt uns gefährlich nahe. Wenn du ganz sicher gehen willst, such Astrid auf. Die weiß es bestimmt genauer. Vielleicht schaffst du es sogar, sie zu einer gemeinsamen Jagd zu überreden. Bezahlst du jetzt? Ich hab nicht genug Splitter. Ich hätte. Okay. Ich muss ihm ausweichen, einfach ausweichen. Nein, Mist. Darf ich aufstehen? Blub. Eieiei. Nein, bleib weg von mir. Ich hol mir den Kampf, ich gewinne mir den. Ich
Wir haben also einen Fernkampf. Reicht, also Fernkampf gewinne ich. Wir waren im Weg, Fox, hast schon recht. Oh. Scheiße, Mann. Du hast einen ganz schönen Schlag drauf. Du kannst deine Splitter behalten. Das sind mir die paar Kröten echt nicht wert. Oh. Was zum Teufel war das gerade? Ja. Treff mit Hank. Der ist am nächsten. Das war der Bosskampf, den ich mir die ganzen Episoden schon gesucht habe. Uff, uff. Ey, ich muss mal mit dir reden. Aber nicht hier. Triff mich neben dem Eingang zum oberen Viertel. Komm heute um Mitternacht. Was willst du von mir? Keine Fragen. Nicht hier. Merk dir einfach, was ich gesagt habe. Heute um Mitternacht, neben dem oberen Viertel. Mehr musst du für den Moment nicht wissen. Dann werde ich dir alles erklären. Wieder ein kleiner Adler. Hey, yo, Hank. Was hast du für mich? Hast du was zum Tauschen da? Sicher. Aber ich hoffe, du kommst nicht mit leeren Taschen. Für ein Tauschgeschäft braucht man schließlich zwei Parteien. Bin gespannt, welche Gegenstände du mir anbieten kannst. Sollte es Elex sein, mach dich auf eine Überraschung gefasst. Was? Dietrich, wir, Elex. Du wolltest Elex? Du sollst es haben. Wahnsinn, sowas Edles kriege ich nur selten in die Finger. Du hast wirklich einen Riecher, was mir gefällt. Mir zieht's glatt die Socken aus. Okay. Jetzt bin ich an der Reihe. Du wirst staunen. Das ist für dich. Zugegeben, liegt etwas schwer in der Tasche, aber die Mühe ist das Ding wert. Hast du dir das gut überlegt? Natürlich. Ich hätte hier sowieso keinen Käufer dafür gefunden. Habe aber gehört, dass man Gold für Elektronik oder so verwendet. Ein Kleriker wüsste das sicher genauer. Da fällt mir ein, unter ihnen ist eine Frau. Vivian heißt sie. Die nimmt ihn dir sicher ab. Gib ihn aber nicht unter Wert raus. 1000 Splitter oder mehr sind für dich drin, wenn du es richtig machst. Vivian kommt mir bekannt vor. Warum hast du den Klerikern den Barren nicht selbst verkauft? Tja, ich habe eine simple Rechnung aufgemacht. Überleg mal, wie viel Wegstrecke ich hinter mich bringen müsste, um mich zu ihnen durchzuschlagen. Rechtfertigt der Aufwand den Ertrag? Zumal gar nicht sicher ist, dass ich in einem Stück ankomme. Außerdem werde ich hier gebraucht. Das sehe ich ja an dir. Und das, mein Freund, ist unbezahlbar. Ja. Wann kann ich wieder mit dir tauschen? Etwas Zeit werde ich schon brauchen. Aber wir laufen uns schon noch über den Weg. Ich wink dich dann einfach ran. Okay, okay, okay. Was wollte ich jetzt? Weitere Missionen im Fort erledigen. Tiefers Lehrling ist in der Nähe. Schauen wir mal, wie gut der Alte sich verhält. Dann lass dich mal ansehen, Junge. Du machst gar nicht den Eindruck, als wäre die Alchemie dein Fachgebiet. Keine Sorge, Opa. Ich werde dir neben den nötigen Handgriffen wohl auch noch Manieren beibringen müssen. Aber gut, sieh dich erst einmal um und mach dich mit allem vertraut. Morgen beginnen wir mit der Ausbildung. Oh.
Ich habe dafür gesorgt, dass dein Lehrling den Weg zu dir findet. Du willst das gewesen sein? Frag ihn doch selbst. Papalapap, ein Lehrling hat mich etwas zu fragen und nicht umgekehrt. Aber gut, du hast ihm also bei seiner Reise geholfen. Schön. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Du Spitzbube, spekulierst doch nicht etwa auf eine Belohnung? Splitter brauche ich selbst, bin ja kein Goldesel. Ich hab dir doch klar gemacht, dass ich nicht umsonst arbeite. Deine Hilfe war ja auch nicht umsonst. Mein Dank folgt auf dem Fuße. Ich werde Fenris sagen, dass du mir eine Hilfe gewesen bist. Ja, so großzügig bin ich. Davon kann ich mir nichts kaufen. Ja, sag mal, du wirst ja immer unverschämter. Ich hoffe, das ist dir klar. Wenn du dir in deinem Kopf ausgemalt hast, dass ich dich mit Splittern entlohne, ist das allein dein Problem. Und jetzt widme ich mich wieder meinen Angelegenheiten. Die Forschung schläft nicht. Nett. Natürlich. Und ich möchte es mir... Ein einfaches Na... An einen Flegel wie dich wäre mein Wissen sowieso... Wie kommt es überhaupt, dass... Ich könnte dich bezahlen. Ich sagte doch schon, dass der Wert meiner... Jetzt halt die Luft ab. Nun gut. Wenn ich dir ein paar... Ach Gott, damit aufzureden. Bring mir etwas bei. Nun... Okay, Rüstung. Extra Lernpunkte haben wir auch noch nicht. Da ist Constitution. Ränke, das da unten brauchen wir. Das sollte gehen. Intelligenz zu wenig, natürlich. Nicht schlecht. Wie geht's, Sid? Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Pass auf, mein Boss hat mir ein bisschen was mitgegeben. Werd's nicht brauchen. Hast es dir verdient, also nimm's ruhig. Danke. Bitte, Mann. Schon gut. So, hau rein. Guter Mann. Was haben wir noch auf meinem Log? Unhold wird wohl nichts werden. Morkon können wir es nächstes machen. Ich glaube, das ist mit Ferris zu reden. Das sollte auch ein paar XP-Punkte rausbringen. Vielleicht kann ich die dann in Chemie stecken. Und Intelligenz höher schrauben. Wie mache ich mich? Scrappy scheint große Stücke auf dich zu halten. Sehr gut. Thorhild scheint sehr zufrieden mit dir zu sein. Und ich weiß, dass sie sowas nicht leichtfertig sagt. Gut gemacht. Tila sagt, dass du ihm sehr geholfen hast. Hervorragend. Okay, jetzt wo du einen Fürsprecher hast, fehlt dir noch meine Zustimmung. Reds Loyalitätstest sozusagen. Aber ich muss dich warnen. Der Test, den sich Red ausgedacht hat, würde zwar deine Loyalität zweifelsfrei beweisen, aber bis jetzt hat ihn noch niemand geschafft. Also mach dir nicht zu große Hoffnungen. Lass das mal meine Sorge sein. Deine Zuversicht in allen Ehren, aber hör dir erst mal an, was Red sich ausgedacht hat. Wie sieht dieser Test aus? Wie du weißt, ist das hier das ehemalige Lager der Outlaws. Und viele von ihnen haben sich uns angeschlossen. Aber nicht alle sind uns Berserkern wohlgesonnen. Dir ist vielleicht die Outlaw-Propaganda aufgefallen, die hier immer wieder auftaucht. Ja, ich habe mit Wolf darüber gesprochen. Ach, okay. Du warst also bereits bei Wolf. Gut, dann hat sich das erledigt. Kürzen wir das Ganze hier ab. Ich wollte dich sowieso zu ihm schicken. Hilf Wolf dabei, die Quelle dieser Propaganda ausfindig zu machen. Wenn du das getan hast, kann ich dich zu Red vorlassen. Oh je. Also, mit Wolf reden. Dann das machen wir. Vielleicht bringt er uns direkt dann hin. Das machen wir noch. Ich will endlich aus dieser Stadt raus. Oh, wahrscheinlich hat Kai auch nichts Neues zu sagen. Also, ab zum Händler, ab zu Chloe. Bin ich stehen geblieben. Warte mal, ah, da ist er.
Hast du es dir überlegt? Yes. Ich gehe zu Chloe und kläre die Sache mit deinen Rationen. Bei Ravak, du kannst dir nicht ausmalen, wie dankbar ich dir dafür bin. Sie steht bei mir mit einigen Paletten Dosenfleisch und Gewürzen in der Kreide. Ich nehme aber auch andere Konserven. Hauptsache, es ist kein Rattenfleisch. Das verträgt mein Magen einfach nicht mehr. Sonst noch etwas? Ja, es könnte schwierig werden, an sie heranzukommen. Dieser Begrenzungspfahl von einem Türsteher nimmt seinen Job manchmal einfach zu ernst. Zumindest mir gegenüber. Der hält die Füße still. Verstehe, dann hast du schon mit ihm Bekanntschaft gemacht. Dann steht dir nichts mehr im Weg. Viel Erfolg. Okay. Das werden wir sehen, wie viel Erfolg wir haben. Chloe. Die zahlt ihre Schulden wohl nie. Wie ich sehe, habt ihr eure Masken schon auf. Gut, gut. Muss euch jetzt immer noch ein paar Sachen erzählen, bevor es losgeht. Ja, aber kommt erstmal näher, damit der alte Scrappy nicht so rufen muss. Gut, gut. Also, aufgepasst. Wir brechen gleich gemeinsam auf zur Mine. Nehmt mit, was ihr braucht. Was zu futtern, kippen, eine Waffe. Werkzeug bekommt ihr, wenn wir da sind. Auch mit der Gasmaske. Denkt dran, die Mine ist voller Gas. Tauscht also regelmäßig die Filter. Alles klar? Dann los. Sehr schön. Ja, wunderbar. Wunderbar. Gib mir ein Bier. Schlechten Tag gehabt? Schlechte Nacht trifft's eher. Willst du drüber reden? Ich hab nen scheiß Auftrag von Red bekommen. Ist doch egal. Gib mir einfach ein Bier. Wie du willst. Du weißt, wo du mich findest, falls du doch quatschen möchtest. Danke, Chloe. Weiß ich zu schätzen. Ivan wartet auf seine Lebensmittel. Wer? Der Händler. Welcher von denen? Der Morkorn-Händler. Ach, der. Bei mir bist du da aber an der falschen Adresse. Er hatte dich aber explizit erwähnt. Und wenn schon. Ich hatte seine Ware. Hatte. Und wo ist sie jetzt? Was weiß ich. Irgendein Arsch hat sie geklaut. Um Ersatz zu kriegen, müsste ich ins obere Viertel. Aber wenn ich dir sage, dass Red es abgeriegelt hat, erzähle ich dir sicher nichts Neues. Das wird Ivan nicht gefallen. Ich kann's nicht ändern. Solange Fenris den Zugang ins obere Viertel nicht lockert, hat er Pech gehabt. Zaubern kann ich nicht. Mist. Das Wolf. Was weißt du über den Anschlag auf Red? Hat Fenris dir nichts erzählt? Ich geb dir mal die... Och, das haben wir schon mitbekommen. Angeblich sind sie noch immer in Hochwelt. So viel Laufarbeit in dieser Stadt. Alps beitreten. Oder Klerikern. So viel Laufarbeit hier. Muss ich jetzt raufschleichen und stehlen. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Vorräte bekommen? Chloe hatte deinen Proviant nicht. Moment, du kommst mit leeren Händen zurück? Aber wie kann das sein? Es herrscht doch keine Knappheit. Das nicht, aber jemand hat lange Finger gemacht. Sie wurde bestohlen? Bei Ravak? Und ich dachte, den Wachen entgeht nichts. Was mache ich denn jetzt? Gar nichts. Brich ohne deine Lebensmittel auf. Ich hab dir doch gesagt, dass ich das Essen brauche, weil mir das in der Heimat nicht mehr bekommt. Ja und? Das war nur die halbe Wahrheit. Mein Leben hängt davon ab, dass ich mit Proviant zurückkehre. Denn dafür wurde ich eingeteilt. Das ist der Grund, warum ich überhaupt die Grotte verlassen durfte. Ich kümmere mich darum, dass Chloe den Handel einhält. Ich frage mich zwar, wie du das anstellen wirst, aber dein Angebot schlage ich sicher nicht aus. Komm einfach zurück, wenn du Neuigkeiten hast. Wie soll ich das machen?
Was wollte er? Smitskin in der Nacht treffen. Verdammt nochmal. Oh, so viel Rummelgelauferei. Bis Nacht. Oh, Skinny. Puh, naja. Besser ich rekrutiere die Kämpfer für die sechste Macht, als dass es ein anderer tut. Wo ist das Skinny? Warum habe ich mehrere Kartenstücke angezeigt? Okay, ich muss ihn finden. Ugh. So viel zu laufen ihm vor. Ach, jedes Mal bei den Berserkern. Als nächstes wollen sie noch, dass ich Unkraut zupfe. Ja, diese Mission gab es im letzten Spiel. Doch nicht Skinny. Hier. Ah, der Typ. Okay, hier scheint er nicht zu sein. Verdammt nochmal. Oh, da will ich schon automatisch zu den Outlaws halten. Einfach nur, weil ich so rumgeschickt werde. Ah ja, hinters Hitches Haus. Natürlich. Oder? Sicher hinter Hitches Haus. Nein? Oh, was ist hier los? Wo versteckt er sich? In Hitches Haus. Verdammt nochmal. Neben dem Eingang zum oberen Viertel. Das heißt, er müsste doch hier irgendwo sein, oder? Steckt er sich unter der Brücke? Oh. Nein. Verdammt, wo ist er? Neben dem Eingang zum oberen Viertel. Habe ich ihn drüben übersehen? Das ist das obere Viertel. Ist er hier irgendwo im Busch oder was? Gut, hier können wir reden. Was soll diese Geheimnistuerei? Du hast ganz schön Aufmerksamkeit auf dich gezogen. Rennst hier durchs Lager und verdächtigst jeden, mit den Outlaws zusammenzuarbeiten. Subtil bist du nicht gerade. Also, kommen wir zur Sache. Du suchst die Outlaws, die für die Propaganda verantwortlich sind? Rede weiter. Du bist völlig auf dem Holzweg, mein Freund. Die Krallen sind keine Outlaws. Aber sagen wir sympathisieren mit ihnen. Mir ist nicht entgangen, dass du auf dem besten Weg bist, das Vertrauen der Berserker zu gewinnen. Ich habe ein Angebot für dich. Die Krallen? Was soll das sein? Alles zu seiner Zeit. Das wirst du noch früh genug erfahren. Hör dir erstmal mein Angebot an. Wie sieht dieses Angebot aus? Ich will, dass du für uns arbeitest. Aber keine Sorge, niemand muss sterben. Gewalt ist nicht die Sprache der Krallen. Wir wollen, dass du dich mit den Berserkern gut stellst, uns mit Informationen versorgst. Du würdest bei uns eine Menge Splitter verdienen. Hier, nimm das als kleinen Vorgeschmack.
Wo das herkommt, wartet noch viel mehr auf dich. Überleg dir, ob du bei uns mitmachen willst. Wenn ja, triff mich bei meiner Küche. Wenn nein, vergessen wir beide diese Unterhaltung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit mit deiner Entscheidung. Oh. Ich geh woanders hin wieder. Deswegen ist das mit... Oh. Wo ist Fark? Ich geh zu Fark. Ich sollte genug Fleisch nochmal haben. Das sollte nochmal geschafft sein. Oh. Dann ist die Episode auch schon vorbei, wenn ich Fark sein Fleisch gegeben habe. Oh. Wo ist Crony? Ich vermisse Crony. Was ist, Mann? Was geht ab? Ich habe das Gefühl, dass ihr noch nichts für eure Kampftruppe in der Bastion geplant habt, oder? Nun, um ehrlich zu sein... Na super. Das hätte ich mir auch denken können. Na schön. Im Grunde wusste ich ja schon, worauf es hinausläuft. Also ein Minimum an guten Waffengefährten, auf die du dich verlassen kannst, solltest auch du beisteuern. Am besten, wenn es besonders gute Vertraute von dir sind, für die du dir deinen rechten Arm abhacken würdest. Kriegst du das hin? Die einzigen Waffengefährten, für die ich mich verbürgen würde, sind Kaya und meine alte Kampfdrohne. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Am besten, du gibst mir umgehend Bescheid, wenn du sie rekrutieren konntest, okay? Wo ist deine alte Kampfdrohne eigentlich? Wo ist sie? Ich hatte Crony U4 auf Patrouille geschickt, kurz bevor... Naja. Wenn er noch nicht zerstört ist, dann wird er vermutlich noch im Bereich meiner alten Hütte herumirren und nach mir suchen. Deine alte Hütte? Da, wo ich die letzte Zeit gelebt habe. Wenn Crony U4 clever genug war, hat er sich in Sicherheit gebracht, als die Eindringlinge uns angegriffen haben. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Kaya wird uns unterstützen. Tja, was soll ich sagen? Über Kayas Fähigkeiten brauchen wir nicht zu reden. Ich bin immer sehr stolz darauf, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Schon mal gut, aber das reicht noch nicht. Was war denn mit deiner anderen vertrauenswürdigen Option, die du genannt hattest? Wäre gut, wenn du die auch noch rekrutieren könntest. Hey, du kommst auf hier rum. Da stolperst du doch bestimmt über das eine oder andere lukrative Geschäft, oder? Wie wär's denn mit einer Elixitspende für die Gemeinschaft der Bastion? Es würde sich nicht nur für die sechste Macht lohnen. Dein Gewinn wäre das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Also, wie sieht's aus? Der Berserker Fox ist ein ziemlich guter Jäger. Ah ja, ich hörte diesen Namen schon einmal. Uneingeschränkt vertrauenswürdig? Ich schätze, ich denke besser noch einmal darüber nach. Egal. Je mehr wir sind, desto besser ist es für uns. Nicht, dass du dich wunderst. Kleriker Falk ist zuweilen etwas merkwürdig. Kleriker haben ihre strikten Grundsätze. Das kann gut oder auch schlecht sein. Uneingeschränkt vertrauenswürdig? Wir werden sehen. Verstehe. Schau ich mir an. Vielen Dank für die Nachricht. Nyra ist als Alp sicherlich eine Bereicherung. Auf ihre Art. Sieh an. Eine eisige Frau aus dem Norden. Uneingeschränkt vertrauenswürdig? Nun ja. In Ordnung, ich weiß Bescheid. Weiter so, wir können hier jeden gebrauchen. In der Zwischenzeit werde ich mich mal umhören, ob noch andere bekloppt genug sind, uns zu unterstützen. Okay. Ah, wo ist Falk? Sehr vertrauenswürdiger Mann. Würde ich schon sagen. Hat wieder ein Radio zu. Wie sieht's bei dir aus? An deiner Seite zu sein, ist für mich etwas verwirrend.
Aber möglicherweise legt sich das ja wieder. Mit einer gewissen Spannung erwarte ich die Dinge, die da kommen werden. Sagt man doch so, oder? Mitkommen. Ja. Ist nicht, dass wir kein rohes Fleisch haben. 10 Stück rohes Fleisch. Acht Stück rohes Fleisch. Okay, verstehe. Ja, wir sind hier fertig. Wir werden uns wahrscheinlich als nächstes Crony mit Falk holen. Tschüss.